Zugeschaltet ist mir jetzt der Weltjournalist und Rolling Stones Biograf Martin Scholz. Guten Morgen, Herr Scholz. Sie arbeiten ja gerade an einem Buch über die Rolling Stones und Sie haben die Band auch mehrfach getroffen, also Charlie Watts live erlebt. An was denken Sie denn als erstes? Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie seinen Namen hören? Ja, guten Morgen. Ich denke an zwei Begegnungen, die ich mit ihm und Mick Jagger hatte. Das waren so Journalistengespräche, wo die beide gepaart wurden. Und da zeigte sich ganz gut das Zusammenspiel dieser Extreme. Also der extrovertierte Jagger und der große Schweiger Charlie Watts neben ihm, der praktisch die ganze Zeit gar nichts sagte und das mit einer unglaublichen Würde ertrug. Und wie das so ist, wenn viele Journalisten Stars befragen, war auch die eine oder andere unsägliche dabei. Ich erinnere mich dabei, er hatte gerade seine Kehlkopfkrebserkrankung überstanden, als ihn dann ein Kollege fragte, was ihm denn durch den Kopf gegangen sei, als er von seiner Krebserkrankung erfahren hätte. Und dann wurde es sehr still in dem Raum und Charlie Watts guckte in die Runde und sagte dann nach einer Wartezeit, well, I thought I was going to die. Und das hat er mit einer Würde, diesen ganzen Zirkus da mitgemacht. Und das hätte man sich nicht ausdenken können. Also sowohl die unsägliche Frage als auch die würdevolle Art, wie er darauf geantwortet hat. Er war also auf der Bühne auch immer im Hintergrund und war sozusagen ein Ruhepol. Sie sagen es schon, mit Würde hat er sich stets verhalten. Hinter Jagger und Richards, die ja eher impulsiv sind, die Superstars der Band. Warum war er trotzdem so wichtig für die Rolling Stones? Er kam ja vom Jazz und er hat im Gegensatz zu vielen anderen legendären Schlagzeuger, die Schlagzeugspielen eigentlich eher so als Kampfsport betrieben haben, wie Keith Moon von The Who, der praktisch sein Schlagzeugset zerstört hat, hat Charlie Watts aus dem Handgelenk gespielt. Also wenn er geschwitzt hat auf der Bühne, dann nicht, weil er sich verausgabt hat, sondern weil die Scheinwerfer ihn zum Schwitzen brachten. Und das hat praktisch dieser ganzen Band immer ein Rückgrat und ein Stilbewusstsein gegeben, dass er praktisch sehr zurückhaltend introvertiert war, während um ihn herum dann praktisch der Hurricane immer losbrach. Also ein Fels in der Brandung. Und im September startet ja jetzt die Welttournee der Rolling Stones. Und das wird jetzt wahrscheinlich eine ganz besondere Tournee ohne Charlie Watts, oder? Wie wird er da nochmal gewürdigt werden? Was könnten Sie sich da vorstellen? Also ich habe, als ich davon gehört habe, mich gewundert, dass sie das überhaupt machen, weil Keith Richards hatte mir mal gesagt, er wurde ja jetzt seit Jahrzehnten gefragt, wann die Stones aufhören würden. Und er hat das halt öfter gesagt. Er sagte, wenn Charlie Watts nicht mehr Schlagzeug spielen würde, dann wäre der Puls der Band nicht mehr da. Und das wäre für ihn auch der Moment, wenn er aufhören würde. Jetzt haben sie sich entschieden mit Steve Jordan, ein sehr versierter Schlagzeuger, der auch mit Keith Richards schon aufgetreten ist, diese Tournee zu machen. Ich weiß es nicht. Es wird spannend sein. Also, weil Charlie Watts war eigentlich immer da, der ewige Rolling Stone. Man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass er nicht mehr am Schlagzeug spielt. Und man sieht ja auch an all den Würdigungen anderer großer Schlagzeuger, dass das Entsetzen, die Trauer schon enorm ist, dass es ihn nicht mehr gibt. Also eine besondere Tournee und heute trauert erstmal die Musikwelt um Charlie Watts. Herzlichen Dank an Martin Scholz für das Gespräch. Gerne.